So, und damit willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und unschwer zu erkennen, wahrscheinlich jetzt für die meisten, dass ich am Handy aufnehme. Weil ich das jetzt mal testen wollte, iPad immer noch so ein bisschen Probleme, dann vielleicht, wenn ich dann gleichzeitig meinen Ton noch aufnehme, gab es immer mal wieder so ein paar Probleme mit der Tonspur, deswegen versuche ich das jetzt mal am Handy, das ist aber eigentlich auch kein Problem. So, und jetzt wollen wir gleich mal angreifen. Wir haben ja die stärkste Truppe, glaube ich, die wir jemals bei Clash of Clans gesehen haben, der Ballonhund. Der ist so unfassbar stark, wir haben auch einen CW am Start, Spezial-CW, das bedeutet, wir machen einen CW, wo wir dann mit den Truppen angreifen, mit den Halloween-Truppen. Ich habe ja auch alle freigeschaltet. Ich habe mir die Nummer 18 geschnappt, bin aber selber... Moment, ich bin selber Nummer 32, glaube ich, ne? Ich bin selber Nummer 32, bin Rathaus 6, wir greifen aber trotzdem so hoch an, weil die Truppe einfach so, die ist so OP, das ist unglaublich. Guckt auch gerne die Taktik-Videos an, die sind auf dem Kanal. Die Planung sieht jetzt wie folgt aus. Wir nehmen das hier weg. Ansonsten nehme ich die noch weg. Ah, Level 4. Das wird sogar ein bisschen tricky werden. Oh, da muss ich sogar... Ich muss ein bisschen umstellen. Das sind eindeutig zu viele Ballons und zu wenige hiervon. Moment, da, so. Wir brauchen weniger. Warte mal. Fünf Stück davon und dann noch 8 Stück davon. Ich überlege noch gerade. Ja, es müsste aber eigentlich passen und dann noch 3 Stück. Ich vertue mich immer. Warte. 3 Stück. So. Da müsste das eigentlich passen. Ansonsten für den zweiten Angriff nehmen wir auch nochmal 5 Stück mit. Und haben wir denn da noch Platz? 5 Stück mehr. Okay, das passt. 10 Stück. Okay, gut. Das passt. Aber ich könnte auch noch einen mitnehmen. Das ist schwachsinnig, ne? Ich kann auch einfach so machen. Die haben ja 3 Wohnraum. Von daher egal. Als Zauber nehmen wir mit Blitze. In der Clanburg habe ich Ballons. Auch gut. Wir gucken mal ganz kurz eben hier rüber. Hier sind nämlich wieder Gems zum Einsammeln. Und was zum Ausbauen? Okay, ich kann kaum was aus... Doch, warte mal. Ah, die Kracher, genau. Die haben das ja mittlerweile umgestellt. Ihr seht das ja da oben. Dass man mittlerweile entscheiden kann, baue ich was aus... Oder beziehungsweise angezeigt wird, Labor ist was frei... Und auch normaler Arbeiter ist was frei. Und wir haben auch schon ordentlich was gesammelt. Forschungstrank bekomme ich noch. Kann ich noch was einsammeln? Kann ich noch irgendwo was einsammeln? Nein. Aber immerhin. Es wurde schon ordentlich was gesammelt. Und dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt eigentlich ready to go. 30 Sekunden. Ach komm. Einmal für die Folge. Machen wir das jetzt mal fertig. So. War das eine neue Animation? Dass er so reingezoomt hat? Warte mal. Jau. Ach, Clash of Clans. Ihr lasst euch auch immer etwas Neues einfallen. Also, das Dingen blitz ich weg. Clanburg hat er zwar was drin, aber der kommt dann sowieso raus, wenn der Feger weg ist. Das davon auch. Okay. Warte. CW. Angriff. So. 3, 2, 1. Los. Okay. Ich bin aufgeregt. Erster CW überhaupt hier mit diesem Account. 2, 3, 4. Ja, das hat schon mal funktioniert. 2. Ja, kommt auf jeden Fall gleich was aus der Clanburg raus. Die Frage ist nur, was ein Drache? Ein Drache, okay, alles klar. Das ist jetzt zwar nicht ganz so geil, das ist eigentlich Worst Case. Aber okay. Den locken wir jetzt nämlich mal da vorne in die Ecke rein und werden den gleich hoffentlich mit den verbleibenden 5 noch ausnocken können. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja, wir riskieren es jetzt mal. Ja, das schaffen wir aber. Die kriegen den. Ja, weg ist er. Und jetzt passt mal auf, was passiert. 1, 2, 3, 4, 5. Dann die noch hinterher. Und das war's jetzt. Der Angriff ist gelaufen. Der hat jetzt überhaupt keine Chance mehr. Ich meine, die Base ist natürlich jetzt auch kacke von ihm, muss man dazu sagen. Er hat einfach nur alles in die Mitte geklatscht, aber trotzdem ist er natürlich viel besser von der Abwehr, als meine Truppen es eigentlich zulassen würden, weil ich ja Rathaus 6 bin. Und wir zerlegen ihn ja jetzt nicht einfach nur normal. Das ist eine Demontage und da kann er ja gar nicht zu, weil diese Truppen einfach so stark sind. Ihr werdet vielleicht noch nicht so lange spielen, um euch noch zu erinnern, damals, als die Skelette von der Hexe noch die Fallen ausgelöst haben, da war die Hexe damals wirklich sehr stark.
Dann haben sie das geändert und die Hexe ist immer noch eine super Truppe, aber natürlich nicht mehr ansatzweise so stark, wie sie damals war. Und deswegen, es ist ein super Update, wirklich. Es ist wirklich ein super Update, beziehungsweise Event-Update, nennt es wie ihr wollt. Aber die ist natürlich super stark, die Truppe, die ist echt zu stark. Das muss man dazu sagen. Jetzt freuen wir uns und dann werden wir mal sehen. Warte mal. Ich möchte aber gleich, wenn wir nochmal im Multiplayer angreifen, möchte ich ja mal was anderes machen. Und zwar, lol, dreimal und dann ist schon, einfach mal dreimal und dann ist fast schon alles voll. Dreimal und Magier hinterher, Päcker und sowas habe ich ja gar nicht. Ich könnte 14 Stück bauen. Wir nehmen mal welche weg. Jetzt könnte ich noch 7 Stück bauen. Ja, die ist halt nicht ansatzweise dann so stark wie die Taktik mit dem Ballonhund. Ist aber trotzdem noch sehr stark. Und jetzt vor allen Dingen nehmen wir dann mal einen Heilzauber mit bei der Taktik. Ah, die ist super, die ist super stark. Die ist super. Diese Truppe ist einfach, die ist einfach zu OP. Einfach zu OP. Da können wir uns aber schon mal einen zweiten Gegner raussuchen. Haben wir noch einen Angriff. Ich habe ja gesagt, immer eine Halloween-Taktik. Ja, guckt, was passiert. Die nehmen einfach alles auseinander, was geht. Das ist unglaublich. Ich habe gestern auch mal mit Rathaus 15 ein paar Angriffe gemacht. Ey, das ist unglaublich. Du nimmst echt maxed Rathaus 15er, nimmst du einfach so auseinander mit den Viechern. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Kriegen wir einen Rathaus 8er kaputt? Ich würde es einfach mal gerne... LOL. Oh mein Gott. Rathaus 7er. Nö. Warte. Hier haben wir noch einen. Der ist auch gerusht. Luftabwehr Level 1. Okay, den versuche ich gleich mal. Ich meine, er wird eh wieder einen Drachen drin haben. Dann ist die Frage, wie kriegen wir die Klamburg gelockt? Ich glaube, von da kriegen wir sie gelockt. Ja, das passt. Den kriege ich. Also, dann machen wir es mal ein bisschen anders. Und zwar nehme ich dann mit auf jeden Fall einen Kobold zum Locken. Und noch 2 normale Bogies auf jeden Fall. Die brauchen wir dann gleich noch, um die nach außen zu setzen. Dann habe ich noch neun von denen. Ich muss den Feger auf jeden Fall blitzen, damit die von unten angreifen können, weil die Ballonhunde erst auf die Luftabwehr gehen. Ne? Also ich kann es ja nochmal zeigen für euch. Die Ballonhunde gehen erst immer auf die Luftabwehr drauf und wenn die Luftabwehr weg ist, dann gehen die auf den Rest. Das bedeutet, die fliegen natürlich dann, die sollen erst zu den beiden hier fliegen und dann zu der. Danach gehen die erst auf alles andere drauf. Boah, das wird auf jeden Fall sehr tricky werden. Wobei, nee, ich gehe hier drauf. Oder? Gehe ich da drauf? Nee, ich teile sie auf. Ist, glaube ich, besser. Weil den Feger muss ich sowieso blitzen. Aber wir probieren es einfach mal aus, was soll's. Der Clan von mir ist so stark, die Leute sind so gut. Die können das eh noch aufräumen, von daher testen wir das einfach mal. Wir machen einen kurzen Guck doch. So. Also, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Cut. Sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ganz vergessen, er ist übrigens Platz 2 Rathaus 6 Deutschland, ne? Hier. Da. Platz 2. Also wir haben, glaube ich, jetzt sogar Rathaus 6 3 Leute in den Top 10. Also. Wo ist es denn? Ballon Hunde. So. Sind wir soweit? Nein. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir sind soweit und ich habe sogar noch was zum Einsammeln. Zerstöre 100 Rathäuser und die Bauhütten haben wir auch noch. Gewinne 1250 Pokale, das ist das nächste Ziel, was ich habe, dahin zu kommen. Das wird natürlich nicht ganz so einfach, aber das wird schon werden. Wie sieht es denn hier mit den Arbeitern aus? Eine Stunde, ja, ihr seht es ja schon an den Mauern. Fast alle maxed, also von daher, das geht halt super schnell jetzt hier in den Regionen. Aber okay, Nummer 9 habe ich gesagt, ne? Sind wir soweit? Angriff. Ja, sind zwar nur Level 2 Loons, aber egal. Wir probieren es mal. Wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht hinbekommen sollten, da sind so viele starke Leute hier. Das müsste passen. So, ja, okay, er lockt. Er lockt raus. Sehr gut. So, jetzt setzen wir den da hin. Jetzt kommt natürlich der Drache an. Ich blitze aber schon mal eben. 1, 2. Kriegen wir natürlich noch nicht down. Versuch's mal mit ein paar weniger. Das müsste eigentlich auch passen.
So, das ist schon mal weg. Jetzt schnappen die sich mal eben hoffentlich den Drachen. Haben sie gemacht. Sehr gut. So, jetzt gehen wir 1, 2, 1, 2. Ist jetzt Risiko. Ist jetzt echt Risiko, dass sie das relativ zeitig kriegen. Die Luftabwehr. Das muss man jetzt sehen. Ja, vor allem diese Luftabwehr da vorne, die kriegen wir nicht. Okay, das wird nichts. Ärgerlich. Ich hatte gedacht, die würden ein bisschen besser performen. Kriegen sie aber nicht hin. Die Luftabwehr kriegen sie nicht down. Okay. Merke. Rathaus 8 kriegen wir wohl doch nicht. Jetzt muss ich mal eben überlegen, was ich noch mache. Weil wir jetzt eigentlich kaum noch Möglichkeiten übrig haben. Da vielleicht noch. Da. Vorne ist aber auch schon wieder was. Kriegen wir nicht mehr. Es war ein Versuch wert, Leute. Es war ein Versuch wert. Ich musste es mal testen. Sonst hätte meine Neugierde wäre sonst zu groß gewesen. Aber man merke, wenn die halt die Luftabwehr nicht kriegen, dann ist vorbei. Ne, dann ist vorbei. Die haben sie sogar gekriegt hier vorne. Sieht man jetzt noch so im Hintergrund ein bisschen. Die andere Luftabwehr haben sie nicht gekriegt. Ja, es waren zu viele. Also es waren zu viele Bogies, zu wenig Loons. Musste es versuchen. So. Jetzt können wir mal eben gucken. 8 Minuten kann ich jetzt übrigens mal. Wir haben noch Angriffe. Hängwerk Rush greift nämlich an. Ja, ich glaube, in den unteren Regionen hast du. Ach stimmt, du hast in den unteren Regionen sowieso keine Halloween-Truppen. Die hast du erst ab Rathaus 6. Von daher geht das natürlich hier nicht. Ne, da kann er noch nicht damit angreifen. Ich baue nochmal eine Armee. Also, ansonsten nehme ich echt nur immer die mit. Und dann immer eigentlich nur 2 Stück und dann noch eine von den Bogies, weil die einfach so stark sind. Und jetzt warten wir mal eben 22 Minuten. Was? Alter. Habe ich noch einen Trank? Ja, ne. Ich habe keinen Trank mehr. Doch, habe noch einen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe noch einen Trank. Dauert jetzt ein bisschen weniger. Wie lange dauert es noch? 6 Minuten. Leute. Wir werden einen kurzen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, wir haben tatsächlich noch einen Angriff und zwar Mini-Beamer gegen Erik. Jetzt schauen wir mal drauf. Er schnappt sich jetzt erst einmal, ja, den Magier. Habt ihr übrigens gesehen, neue Animationen, wenn die Truppen jetzt draufgehen, dann gibt es eine neue Animation. Wir werden das jetzt gleich mal hier beobachten. Oh, mit die Schweinen. Sehr gut. Ja, jetzt achtet mal gleich drauf. Wenn jetzt irgendeins von den Schweinen mal gleich drauf gehen sollte, dann gibt es eine neue Animation. Und natürlich dann auch die Grabsteine, die dann neu sind, zumindest für die Halloween-Truppen. Okay, das sehen wir jetzt gar nicht mehr. Einfach rasiert. Einfach nur rasiert hier. Sowas von. Ah, um noch Ballons noch am Start. Jetzt kann er sogar noch die restlichen Truppen setzen. Ah, sehr stark auf jeden Fall. Sehr stark. Und dann werden wir hoffentlich unseren ersten Krieg gewinnen, weil der erste. Also den ersten Krieg, den wir gemacht haben, der war ja unentschieden. Das war 30-30, weil halt beide jeden Stern geholt haben, der möglich war. Hier könnte es ein bisschen besser aussehen. Naja, wir werden mal sehen. Unten ist natürlich auch noch einiges frei. Aber ich bin ganz optimistisch, dass meine Clan-Kollegen das hinkriegen werden. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? 2 Minuten und in 4 Minuten kann ich anfragen. Ich werde aber nicht mehr anfragen. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, endlich. Jackpot. Ich habe jetzt so lange gesucht und jetzt habe ich hier einen mit 27 Pokalen. Das ist natürlich super und wir schauen mal nach. Ich setze die extra ein bisschen weiter weg, damit die jetzt erstmal die Skelette rufen. So, 1, 2. Ei! Direkt schon mal gesprungen. Ist auch nur eine Sprungfalle. Ja, das war klar, dass da noch eine Sprungfalle ist. Aber okay, so, da habe ich noch Clanburg-Truppen. Jetzt kommen die Magier hinterher. Jetzt kommt das hinterher. Der Heilzauber auf jeden Fall drauf. Kann ich irgendwo noch eine Verteidigung aus dem Spiel nehmen direkt? Nein. Deswegen gehst du nach da. Ja, auf jeden Fall da noch ein Halszauber drauf. Und dann müsste das hoffentlich funktionieren, dass die. Ja, die werden sich. Also 2 Sterne kriegen wir zumindest. Ich finde den Hexengolem, den finde ich auch sehr stark. Allerdings, alle anderen 3 Truppen von dem Halloween-Event sind natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, mit dem Ballonhund. Das ist einfach so. Der ist zu stark. Ja, wir kriegen das hin. 27 Pokale, sehr gut. Und dann komme ich meinem Ziel 1250 etwas näher.
So, ah, perfekt. Sehr gut. Und nochmal schön saures Elixier obendrauf. Auch nicht schlecht. So. Einfach nur wieder die. Einfach nur wieder die plus zwei Stück. Ich baue aber, glaube ich, gerade auch sogar ein Armeelager noch aus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Armeelager baue ich noch aus. Dauert noch 9 Stunden. Und ist am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Episode. Ja, guckt gerne in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Creator Code MBF nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.